Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Hyperion oder der Eremit in Griechenland von Friedrich Hölderlin. Es geht in diesem Briefroman, der von 1797 bis 99 erschien, um Freundschaft, Liebe, die Befreiung Griechenlands von der deutschen, türkischen Unterdrückung und den Contest zwischen Ideal und Realität. Die wichtigsten Figuren sind er hier, Hyperion, der von der Insel Tina stammt. Die heißt heute nach einer Geschlechtsumwandlung Tinos und ist sehr idealistisch, empfindsam, jetzt mehr so ein Dichter, der viel Ähnlichkeit mit dem jungen Hölderlin hat. Dann gibt es Alabanda. Der ist ein geheimnisvoller, nicht mehr ganz so junger Mann und der wird sein Freund. Und zwar Freundschaft plus, nämlich plus Seele. Also von Sex ist hier natürlich nicht die Rede, das wäre viel zu niedrig für Hölderlin. Diotima stammt von der Insel Kalauria und ist nicht nur schlau und sensibel, sondern auch noch eine Beauty und überhaupt das fehlende Gegenstück zu Hüppi. Als Hölderlin seinen Roman anfängt, ist er gerade Hauslehrer bei dem Frankfurter Bankier Gontard und hat ein Problem, nämlich, dass er sich in seine Chefin Susanne Gontard verliebt hat, die deshalb Diotima ziemlich ähnlich ist. Hyperion erzählt seine Geschichte im Nachhinein seinem Freund Belamin, einem Deutschen, in Form von Briefen. Und los geht's mit dem jungen Hyperion. Also, das ist ja alles ganz schön hier auf Tina, aber hier gibt's echt keinen, der sich um idealistischen jungen Freiheitsdichter wie mich kümmert. Hallo, ich bin der Bildhauer Adamas und ich bin jetzt mal dein Mentor. Cool, und was machen wir jetzt? Ja, wandern, griechische Mythologie und Dichtung. Wow! Und das machen die eine Weile zusammen und irgendwann sagt er, so, genug Mentorenberatung, ich ziehe jetzt weiter nach Indien. Och nö, bang, traumatische Trennung Nummer 1. Und sein Papa so, jetzt gehst du mal nach Smyrna und lernst da ein bisschen. Okay, Smyrna hat einen hohen Freizeitwert aufgrund seiner schönen Umgebung, aber es leben da jetzt mehr so Kaufleute. Und er so, ich bin ja ein totaler Fan vom antiken Griechenland. Ach ja. Und er so, pö, dann gehe ich jetzt halt in die Natur. In der Natur wird er erstmal von Räubern aufgehalten. Geld oder Leben? Und er so, buh. Und die so, ah. Denn sie waren schon kaputt, weil sie jemand anders überfallen hatten. Ihn hier. Das ist ein netter Unbekannter, den der, ich habe sie doch immer schon beim Spazierengehen gesehen. Hyperion. Und wie heißt du? Alabanda. Mensch. Und es beginnt eine wunderbare Freundschaft zwischen den beiden. Ich finde ja Natur und Antike super. Echt, ich auch. Und ich bin voll der Patriot. Ja, ich auch. Lass uns kämpfen. Wir müssen das Vaterland befreien. Oder vielleicht erstmal erziehen und aufklären. Ganz genau, Revolution. Also ich meinte jetzt eher so von innen nach außen, okay? Da kommen nach einer Weile ein paar komische Fremde ins Zimmer und der so, ha! Und die so, haben wir dich gefunden? Und der so, ja, das freut mich jetzt irgendwie mittelmäßig. Das hier ist übrigens auch so ein Weltverbesserer. Ach ja, ja, und wer sind Sie? Wir sind sozusagen die Müllabfuhr. Wir sorgen dafür, dass die Welt aufgeräumt wird. Und als sie weg sind, sagt er zu Alabanda, sag mal, was hast du mit diesen Betrügern zu tun? Das sind doch Betrüger. Und er so, kack mich nicht so an. Ein Wort gibt es andere, sie geraten richtig in Streit und bang ist der Hyperion weg. Traumatische Trennung Nummer 2. Er geht zurück nach Tina und badet, nämlich in Selbstmitleid und Depression. Und dann wechselt er über nach Salamis, baut sich eine kleine Hütte, starrt aufs Festland. Irgendwann kriegt er eine Einladung von einem Bekannten namens Notara, der wahrscheinlich vom Beruf Notar ist. Komm doch mal rüber nach Kalauria. Das macht er und guckt sich um und denkt sich, Mensch, ihr habt's aber schön hier auf Kalauria und da drüben liegt ja auch Dornröschen im Bad. Moment mal, bist du echt? Und die so, ja, hallo. Es ist die schöne Nachbarin Diotima und es beginnt eine völlig unschuldige Liebesgeschichte zwischen den beiden. Boah, du kannst Gemüse kochen, ich muss gleich weinen. Du bist so perfekt und dann kochst du auch noch. Ja, aber du bist so idealistisch und Naturliebhaber. Ideal ist, was Natur war. Ja, da gibt es einen engen Zusammenhang zwischen der Naturliebe und dem Idealen. Er erzählt ihr auch von seinen Kumpels Adamas und Alabanda. Ich war so traumatisch enttäuscht von denen. Ja, du bist halt auch so kompromisslos idealistisch. Du wirst echt zufrieden sein, erst wenn du tot bist. Nee, wenn du mir gehörst. Ach was, wer bin ich denn? Mein Alles. Und die Menschheit? Nach diesem Bekenntnis haben sie erstmal eine tolle Zeit, ja. Sie sind also platonisch zusammen, machen mit ein paar Kumpels einen Ausflug nach Athen und ihr so, boah, diese antiken Athener, Kunst, Religion, Freiheit, das ist ihre Zauberformel. Dann gucken sie sich die Trümmer an und ihr so, oh Gott, was für ein Müllhaufen, das ist ja echt traurig. Und sie sagt, du musst die Leute erziehen zu einem neuen Griechenland. Du wirst unser Lehrer, Dr. Hype. Du machst jetzt deinen Bachelor in Italien, Deutschland, Frankreich und dann geht's los. Okay. Und er kann aber gar nicht so schnell aufbrechen. Sie sind wieder auf Kalauria zurück. Da kriegt er einen Brief von Alabanda, von dem er lange kein Lebenszeichen erhalten hat. Und da steht, mach dich bereit, Hyperion. Die Russen unterstützen uns im Kampf gegen die Osmanen. Es geht los. Oh Gott, da muss ich jetzt kämpfen statt studieren. Und sie macht etwas strategisch Falsches. Sie wird nämlich blass und sagt, tu das nicht.
Weiß doch jeder, dass ein Mann immer das Gegenteil von dem macht, was seine Frau ihm rät. Und er so, nee, ich muss. Und jetzt geht's mit der Stimmung bergab und Diotima geht's immer schlechter. Notara findet das aber gut und sagt, hier, hast du Geld? Deinem Vater sagst du das besser erstmal nicht, der sagt eh nur nein. Und dann verabschiedet er sich von ihr und sagt, Diotima, ich gehe jetzt kämpfen. Und sie so, ja, dann gehst du eben. Und weil es noch keinen Mobilfunk gibt, hier, guckst du abends einfach immer in den Sternenhimmel und denkst dir, ich hätte dir eine WhatsApp geschrieben. Und die so, ja, okay. Dann zieht er auf den Peloponnes. Das ist diese große Halbinsel, die unten an Griechenland dranhängt. Und zwar mit netten Leuten zusammen. Das hier sind die griechischen Freiheitskämpfer. Und er so, ist super als Offizier. Ja, Manöver, marschieren, nette Leute, frische Luft. Dann trifft er Alabanda wieder. Und der so, Hüppi, Alabanda. Du, das tut mir so leid wegen damals unserem Streit in Smyrna. Ich habe diese Typen in die Tonne gekickt. Und der Aufstand fängt an. Yes, wir haben Navarin zurückerobert und belagern Misistra, das antike Sparta. Und dann passiert's. Als die aufständischen Misistra erobern, er hört sofort auf zu plündern, zu vergewaltigen und Griechen umzubringen. Spinnt ihr? Und die so, aua! Denn sie zeigen ihr wahres Gesicht, sie sind außer Kontrolle und kämpfen jetzt nur noch, wenn es was zu plündern gibt. Alabanda pflegt ihn gesund, aber eben nur körperlich. Und er denkt sich, oh nein, ich bin so ein Versager. Und er schreibt an Dio, mein Papa hat mich übrigens verstoßen, ich gehe zur russischen Flotte, vielleicht sterbe ich ja da. Lass uns Schluss machen. Ich bin nix, ich kann nix, ich bin nix mehr wert, vielleicht sterbe ich wenigstens auf dem Schiff. Und bis zu einer großen Seeschlacht hört er von ihr nicht. Und bei dieser Seeschlacht kämpfen eben die Russen gegen die Türken und trotz intensiver Bemühungen gelingt es ihm nicht umzukommen. Er wird nur wieder verletzt. Aua! Und wieder pflegt Alabanda ihn gesund. Irgendwann wacht er in einem Zimmer auf und der Alabanda so, hallo Hüppi, was ist los? Ich habe dich 6 Tage lang gepflegt. Wirklich? Dann ist ja ganz schön, wieder lebendig zu sein. Der Dio hat mich eigentlich geschrieben, dass ich sterben will. Was? Na dann schreib ihr schnell, dass du dir es anders überlegt hast. Da kommt auch schon ein Brief von ihr und er liest, was, du willst Schluss machen? Tja, ich verstehe dich und liebe dich so sehr, dass ich sogar damit einverstanden bin. Dann musst du wohl sterben und ich will auch keine Kinder mehr. Bah, Hilfe, ey, ich schreibe dir gleich zurück, das war alles nicht so gemeint, wir wandern aus, wir kaufen uns einen Bauernhof in den Alpen, ja, Dio? Und der Alabando so, ey, reg dich nicht auf, das wird schon alles. Du kommst aber mit zu ihr, ja? Nee, Mann, mit der Diotima kann ich nicht konkurrieren. Und diese grauen Herren, das ist eine Geheimgesellschaft, ja, der Bund der Nemesis, lange Geschichte. Ich war als junger Mann arbeitslos und da haben sie mich rekrutiert und finanziert und wenn du mal in so einer Scientology drin bist, ne, als du in Smyrna ausgetickt bist, bin ich ausgestiegen und jetzt muss ich halt die Rechnung zahlen, die murksen mich ab. Nein, doch, tschüss. Als er weg ist, wartet der Hyperion noch eine Weile auf das Schiff, das ihn zu Diotima bringen soll und er nutzt die Zeit und singt zur Klampfe sein Schicksalslied, ja, Hyperions Schicksalslied, das ungefähr so geht. Götter haben's gut, da oben im Warmen, aber wir Armen leiden und sterben. Und da kriegt er vor der Abfahrt noch einen Brief von Diotima zugestellt. Und da drin steht, Mensch, du lebst noch, das ist ja so toll. Dummerweise bin ich seit deiner Abreise immer kränker geworden, eher so von innen nach außen, weißt du, am Kummer. Wir sterben, um zu leben. Nein! Und dann ist noch ein Brief von Notara dabei. Sie ist tot und du kommst besser nicht her. Komischerweise macht er das echt nicht, sondern fängt an rumzureisen. Hallo Sizilien, soll ich mich in Ätna schmeißen? Und am Ende kommt er nach Deutschland, wo er Bellarmin kennenlernt und Hölderlin macht deutschen Bashing. Kleinkarierte Sesselpfurzer, keine Kunst, keine Freiheit. Und am Ende sitzt er irgendwo im Grünen und hört Diotimas Stimme. Hölderlin war ein Genie. Die Gedanken und die Sprache in diesem Roman sind nicht einfach, aber genial, wie in griechischen Marmor gemeißelt. Als junger Mann schreibt er diese wahnsinnige Literatur, am Ende ist er nur noch wahnsinnig. Unter anderem wohl, weil er nie mit der Liebe seines Lebens, Susanne Gontard, zusammen sein konnte und weil sie super früh starb wie Diotima. Was bleibt uns davon? Ich glaube, das Brennen eines Idealisten, eines Menschen, der an das Gute glaubt und alles dafür gibt. In einer Welt von Kaufleuten wäre es so schön, wenn es mehr wie ihn gäbe. Und das, liebe Gemeinde, war Hyperion von Friedrich Hölderlin. Vielen Dank.